So, letzte Aufnahme in dieser Session für mich. Folge 186. Willkommen zurück. Let's Play Mass Effect Andromeda. Immer noch im Relikt-Wrack. Keine Spur der Crew. Wenn es jemals eine gab, dann ist das wahrscheinlich Jahre her. Die toten Plünderer sind keine Überraschung. Es ist kein Wunder, dass sie keine Chance haben. Erinnert mich irgendwie so an das Mysterium der Reaper. Ah, da geht's raus. So sind sie also reingekommen. Wer es auch war. Es ergibt keinen Sinn, dass Mordas Leute den Antriebskern genommen haben. Wenn sie von diesem Eingang wussten, warum sollten sie dann versuchen einzubrechen? Gute Frage. Das könnte ein anderer gewesen sein. Boah, da steckt wahrscheinlich auch so viel mehr drin in dem Wrack. Endlich wieder draußen im hellen, hellen, glühend heißen Tageslicht. Ja, die Sonne. Die gnadenlose Sonne. Wir haben ihre Position erfasst und schicken jetzt einen Aufklärungsposten runter. Suvi, Sam hat die Gehäusesignatur des Reliktantriebskerns hochgeladen. Können Sie ihn aufspüren? Das könnte von unserer Position aus schwierig werden. Ich kann keinen vollständigen Scan durchführen. Geben Sie mir so viele Informationen wie möglich. Wir müssen rausfinden, wer ihn gestohlen hat. Plünderer Abschaum! Okay. Ich glaube, ich habe etwas. Ich habe ihr NAV-System aktualisiert. Dann geht's jetzt mit dem Nomad weiter. Mann, da hätte man so viel mehr rausholen können, ey, aus dem Wrack. Also ein kleiner Spaziergang, das ist halt... Alle sind nicht mal daran interessiert, das Ding zu erkunden, ne? Um mehr über die Relikte zu erfahren. Das ist irgendwie ärgerlich. Wo sollen wir denn jetzt hin? Irgendwas verpasst? Hast du nicht unseren Nachtpunkt aktualisiert? Temperaturen steigen an. Da geht's noch weiter in das Schiff rein. Wer hat Ihnen das Schießen beigebracht, Harper? Ihre Haltung hat überhaupt keine Basis. Sie heißt Carita. Typisch für Asari-Elite-Soldatinnen, aber nicht für jeden geeignet. Ein Kroganer zum Beispiel würde dabei aussehen wie ein Wal beim Ballett. Immer noch besser als ein Salarianer, der am Deckenventilator hängt. Hallo, wo geht's denn jetzt weiter? Prüse, Hildes Aufgaben, Eladen.
Nein. Hier haben wir ihn. Was ist er denn jetzt eingezeichnet? Ach, da hinten, okay. Kolosse, Plural. Fantastisch. Sind wir hier auch sicher am richtigen Ort? Ja, ganz sicher. Na toll. Wieso ist der richtige Ort eigentlich nie ein friedlicher See in einem Wildblumenfeld? Solange wir nicht näher dran sind, kann ich keinen präzisen Scan durchführen. Dann mal los. Pathfinder, diese Signatur des verschwundenen Reliktantriebskerns, die Sam hochgeladen hat, sie befindet sich in der Nähe ihrer derzeitigen Position. Durch einen Scan der Umgebung müssten sie das Suchgebiet eingrenzen können. Danke, Suvi. Sam, scan die Umgebung. Diese Plünderer sind zwar abschaum, aber auch verzweifelt. Oh. Und verzweifelt ist schlecht. Was ist ihnen dieses Ding wert? Ihre Freunde sind dafür gestorben, also eine Menge. Lass uns nach diesem Antriebskern scannen. Der Scan ist abgeschlossen. Meinen Berechnungen zufolge ist der Antriebskern hier. Ich bin echt gespannt, wie Mauna reagiert, wenn sie uns mit ihrem Antriebskern sieht. Hier ist kein Antriebskern. Soll hier sein. Ob der wohl hier Lebenserhaltung ist stabil. Temperaturen steigen an. Ach, er ist in der Kiste drin. Ein Antriebskern. Suvi, Sam, was ist hier los? Der Antriebskern war hier, Pathfinder. Und der Stärke der Signatur nach zu urteilen, ist es noch nicht allzu lange her. Kann eigentlich nie irgendwas glatt gehen. Es kommt mir vor, als hätte ich einfach nur Pech. Grundsätzlich, meine ich. Ist mir nicht aufgefallen. Sie können ruhig ehrlich sein. Möglich wäre es, oder? Vielleicht ist es sogar genetisch.
Sie sollten dringend mit Lexi darüber reden. Nein, ich glaube, das lasse ich lieber. Es geht mir manchmal aber auch so. Man hat das Gefühl, wenn man Spiele spielt oder gerade so Wie hilft uns gleich nochmal die gescannte Energiesignatur dabei, den Antriebskern zu finden? Der Antriebskern sendet ein einzigartiges Signal, das ich in Reliktech noch nie registriert habe. Dieses Schiff hat enorm viel Energie benötigt, was immer sein Zweck war. Suvi, behalten Sie es im Auge und informieren Sie uns, wenn wir uns nähern. Ich will nicht übers Ziel hinausschießen. Gerade in kompetitiven Spielen ist es ja, kommt mir das immer oft vor. Du gibst immer alles, aber trotzdem verliest du immer ab. Und die anderen, die du dir so anschaust, streamermäßig, die machen auch nichts anderes und gewinnen halt. Das ist halt, manchmal hat man das Gefühl, man ist von Pech verfolgt, aber das stimmt ja so nicht. Da spielen auch andere Faktoren mit rein. Ich orte mehrere Feindlinge im Normalbereich, Pathfinder. Isabel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Gehen wir. Okay, das reicht jetzt. Wer auch immer Sie sind, das waren meine Leute, die Sie da getötet haben. Kommen Sie rein. Ich will mit Ihnen reden. War das Isabel? Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Jetzt bin ich hier in einer anderen Mission reingestolpert. Fuck. Verdammt! So, so. Sie sind also von der Nexus. Das hätte ich mir ja denken können. Und nur damit Sie es wissen, ich verkaufe aus Prinzip nicht an Ihresgleichen. Falls Sie Isabel sind, Ihr Bruder schickt mich. Kent? Warum? Er will, dass Sie mit ihm nach Kedera zurückkehren. Tja, Sie können ihm ausrichten, dass ich nirgendwo hingehen werde. Auf der Nexus war ich die Assistentin eines Händlers. Auf Kedera habe ich Botengänge gemacht. Jetzt versorge ich die mächtigsten Gangbosse auf Eladen mit Waffen. Ich genieße Vorteile und erhalte Schutz. Niemand würde es wagen, mich auch nur anzurühren. Ich bekomme endlich den Respekt, den ich verdiene. Und das Beste daran ist, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Nexus-Arschkriechern unterhalten. Abgesehen von jetzt gerade natürlich. Ja, ich kann hier schlecht vorschauen, was sie machen will. Ich werde Kent einfach sagen, dass er seine Zeit verschwendet. Sehr schön, dann sind wir uns ja einig. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Lager. Ja, gut. Sie hat gesagt, verschwinden. Ich schaue mich mal hier um kurz, wenn ich schon mal hier bin. Ja, war sehr produktiv, danke. Na gut, habe ich das nebenbei gerade abgeschlossen, obwohl ich das gar nicht wollte. Verfolgen wir den Antriebskern weiter. Des Antriebskerns, richtig? Wir müssen ihn zurückholen. Temperaturen steigen an.
neuen Gebiet, in dem die Signatur des Reliktantriebskerns geortet wurde. Wir müssen die Gegend scannen, um das Signal exakt anpeilen zu können. Danke, Suvi. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Morda eine Bombe... Sieht aus, als hätten wir den Spaß diesmal verpasst. Ich glaube, ich kenne diese Korganer. Sie gehören nicht zur Mordas Gruppe. Wollen wir die Leichen vielleicht scannen, bevor sie zu Staub zerfallen? Oder wir. Mhm. Wahrscheinlich haben die sich beide darum geprügelt. Pathfinder, ich empfange zwar die spezifische Signatur des Antriebskerns, aber er ist eindeutig nicht hier. Ja, das dachte ich mir schon. Deshalb sagte ich eindeutig, um jegliche Zweifel auszuräumen. Sam, hast du gerade sarkastisch reagiert? Nicht bewusst. Ich habe allerdings vermerkt, dass meine Antwort so aufgefasst wurde. Der Antriebskern muss enorm leistungsfähig sein, wenn er es wert ist, dafür zu töten und zu sterben. Und wer auch immer hier gewonnen hat, ist damit verschwunden. Klingt plausibel. Wir sollten nach irgendetwas suchen, das uns verrät, wohin sie wollten. Ah. Bringen Sie den Antriebskern zu unserer Operationsbasis. Passen Sie auf, dass Sie nicht verfolgt werden. Das hat oberste Priorität. Neuer Code für die Tür. Passwort 123. Das ist nicht euer Ernst. Passwort 123. Das Passwort. Wer zur Hölle schreibt sich denn sein Passwort auf? Und wieder durch die Düste. Und die Düste mal wieder. Wir sollten diesen Antriebskern nicht vergessen. Scheint hinter den Bergen zu sein. Nein, da werde ich schlecht hochfahren. Ja, es ist über uns. Oh oh. Hört sich nicht gut an. Ist das die Operationsbasis? Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Wir sollten uns besser vorsehen. Haben Sie schon mal von Ganoven-Ehre gehört? Klar, aber ein ehrenhaftes Messer im Rücken ist trotzdem ein Messer im Rücken. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Ich guck mal eben kurz, wo das Ding ist. Das ist genau oben auf dem Hügel. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ah, dann muss ich die Seite vermeiden. Jetzt ist es unter uns. Was? Temperatur steigt, Pathfinder. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Bin ich blöd?
Das ist hier in dem Bereich, den Weg der gestohlenen Antriebskerne verfolgen und ihn bergen. Das kann ja überall sein, ey. Hier ist eine Basis, irgendwo muss ein Eingang sein. Hier ist der Eingang. Ich glaube, wir nähern uns der Absteige. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Ich glaube, es ist hier drin. Ja, es ist hier drin. Oh, danke. Auf uns. Vielleicht verbergen sie was. Zum Beispiel einen Antriebskern? Verdammter Grundverräter! Ist das der Antriebskern? So aus. Das war der letzte. Machen wir uns auf die Suche nach diesem Antriebskern. Was? Strux hat den Antriebskern genommen? Aber wozu dann dieses Versteckspiel? Ich fühle mich benutzt, aber ich weiß nicht so recht warum. Drag, irgendeine Idee? Durchaus. Der Jorgen-Clan ist der Schlimmste. Unausgeglichen, unzuverlässig. Glauben Sie, Strux will vielleicht eine Bombe bauen? Oder geht's nur um einen Verkauf auf Katerra? Aber warum versteckt er ihn dann hier? Ich weiß es nicht, aber ich kann es kaum erwarten, es herauszufinden. Das ist eine ernste Sache. Politische Intrigen mit Riesenbomben machen mich stinksauer. Drag, tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie den Kroganern noch nichts davon. Ich will erst persönlich mit Morda und Strux reden. In Ordnung. Gil, ich brauche ein Einsatzteam an dieser Position. Abholung eines Antriebskerns. Verstanden, wird erledigt. Sam, ändere den Zugriffscode der Tür zu diesem Ort und sende ihn an Gil. Die Tech muss gesichert werden. Sie könnte das mächtigste Ding sein, das wir bisher gefunden haben. Ich kann es gar nicht erwarten zu duschen. Es riecht nicht sehr angenehm in diesem Anzug. Wasserverschwendung. Was sie brauchen, ist ein gutes, altes, kroganisches Staubbad. Das heißt, der hat uns verarscht oder was? Also mittlerweile kannst du ja davon ausgehen, alle Leute, die du triffst, die mit dir irgendwie was machen wollen, ja komm, lass mal hier handeln und so helfen wir uns gegenseitig, kannst du davon ausgehen, dass sie dich verarschen. Also wie oft ist denn das jetzt schon vorgekommen, dass wir hier jedes Mal verarscht werden? Das ist ja der Wahnsinn. Ich schaue mal auf die schlaue Uhr. Die schlaue Uhr sagt mir, wir haben jede Menge Zeit vergeudet.
Und wir haben keine Zeit mehr, aber ich werde jetzt nochmal nach Neu-Tschu-Tschanka, um die beiden zumindest zur Rede zu stellen. Auf geht's. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wer hier tatsächlich mit falschen Karten Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Sind unten. Wo geht's denn nochmal nach unten? Ich kann nicht glauben, dass das Kram verschwunden ist. Kratzer abbekommen. Erlaubt mich anzusprechen. Hallo Nexus, Sie sind zurück. Ja, bin ich. Strux hat gesagt, Sie wollten den Antriebskern von meinem Reliktschiff holen. Das stimmt. Und dass Sie ihn an Plünderer verkauft hätten, die damit woanders einen Profit machen wollten, an dem Sie beteiligt seien. Sie sollten dieses Verhör besser mit Strux führen. Halten Sie sich aus den Angelegenheiten der Kroganer raus, Nexus. Ich verhöre, wen ich will. Sind alle Kroganer so schlechte Zuhörer? Das war noch gar nichts. Der Nakmor-Clan ist ein Witz. Die Verlierer von T'Chanka sind jetzt die Verlierer von Helios. Overlord Mordor hat den Antriebskern verloren und unsere Kolonie ist dem Untergang geweiht. Sie reden nur, Jorgul Strux. Ich habe diese Kolonie groß gemacht. Wenn es überhaupt einen Overlord gibt, sollte er von ältestem kroganischem Blut abstammen, dem Jorgul-Clan. Wartet nur ab. Ich werde den Antriebskern retten und uns so mächtig machen, dass die Nexus vor uns auf die Knie fällt. Was sie gar nicht können, weil wir ihn haben. Ach, Drac, ich wollte doch sehen, wie er sich in seiner eigenen Schlinge erhängt. Was soll das heißen, Sie haben ihn? Das soll der Pathfinder Ihnen erklären. Endlich! Okay, wo fange ich an? Alles begann damit, dass Strux mich kontaktiert hat. Okay, das reicht. Mehr muss ich gar nicht hören. Das Beste kommt doch erst noch. Ich bin beeindruckt, Strux. Sie sind raffinierter als die meisten anderen aus dem Jorgul-Clan. Klüger sogar. Nakmor-Arroganz. Mein Vater wollte ihrem Clan unter seinem Stand beitreten, weil er ihren Großvater bewundert hat. Er wurde ausgelacht. Er sei die Mühe nicht wert, ihn zu töten, hieß es. Aber jetzt habe ich sie vorgeführt, Mordor. Und der Nakmor-Clan wird mit Blut bezahlen. Wow. Sie setzen die Kolonie für einen Groll aufs Spiel, den Sie durch den Orkusnebel mitgebracht haben? Sie sind die Mühe wirklich nicht wert, Sie zu töten, Jorgul Strux. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihre Schläger mit. Und wo ist jetzt der Antriebskern? Händigen Sie ihn aus. Einfach so? Händigen Sie ihn aus? Er ist unfassbar mächtig. Wir werden damit die Kolonie betreiben. Das verschafft uns einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten. Oder er könnte dasselbe für Prodromos leisten. Wenn Sie den Antriebskern behalten, ist das Band zwischen den Kroganern und der Nexus zerschnitten. Für immer. Sie müssen uns etwas dafür geben. Das ist nur fair. Wir wurden beschossen. Ziemlich ausgiebig. Wie wär's, wenn Sie sich mit Ihrem Außenposten unserer Kolonie anschließen? Sie geben uns den Antriebskern und wir sind Freunde. Neu-Tschu-Tschanka. Und die Nexus, wenn sie ihn behalten, führt das zu einer unabhängigen kroganischen Nation. Wir werden uns nicht an die Gesetze der Nexus halten und schulden ihnen nichts. Nicht einmal Frieden. Ryder, ich muss darauf hinweisen, dass unkontrollierte Expansion der Kroganer historisch betrachtet immer zu Kriegen und Katastrophen geführt hat.
auch für die Kruganer selbst. Also? Ja, komm. Also, da gibt's gar keine... Wir wollen ja mit den Kruganern keinen Krieg. Ja, das... Wir sollten nicht die Sache wiederholen, die wir in der Milchstraße begonnen haben. Von daher, let's go. Okay, Mordor. Arbeiten wir zusammen. Sie bekommen den Reliktantriebskern. Und Sie können Ihren Außenposten hier errichten, Nexus. Wir sind alle Freunde und können gedeihen. Richtig? Darauf können Sie wetten. Bringen Sie Ihre Außenpostenleute her, wann immer Sie bereit sind. Wir werden Sie willkommen heißen. Heute ist ein großer Tag, Mordor. Wir kontaktieren Edison und informieren Sie. Viel Glück, Overlord Mordor. Pathfinder, dieser Ort würde sich für einen Außenposten eignen, aber es gibt verschiedene Komplikationen, die zuvor geklärt werden müssen. Okay, das heißt, die Hauptmission geht weiter. Sie ist noch nicht beendet. Gucken wir mal kurz rein, was wir machen müssen. Helios Aufgaben, Iladen. Nein. Mm-mm. Das ist es. Die werden ja alle mit allen Außenposten, die wir errichten, kooperieren. Die Absteiger der Plünderer räumen. Okay. 40% Beamsfähigkeit auf Iladen erreichen. Das habe ich ja bald gemacht. Einen Außenposten errichten. Ja, gut. Das ist nett. Dann werde ich das beim nächsten Mal noch angehen, bevor ich den ganzen Kleinkrams mache. Auf jeden Fall ist für mich jetzt diese Folge beendet. Ich hatte wieder jede Menge Spaß. Und ich freue mich nach wie vor tierisch darauf, New Game Plus mit Mass Effect Andromeda zu spielen, mit Sarah Ryder. Mal gucken, ob das funktioniert. Und dann nur die Story zu spielen und nicht den ganzen Nebenkrams. Weil, er ist bedeutungslos. Gut. Dann werde ich mal ganz kurz Speicherino machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.